Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mark of the Ninja. Wundert euch nicht, dass meine Stimme heute ein bisschen tiefer gelegt ist. Ich war gestern im Fußballstadion und habe Dynamo Dresden angepeitscht zum Sieg gegen Rot-Weiß Erfurt. So muss das sein. Dementsprechend klingt meine Stimme heute etwas tiefer. Ich bin ein wenig heißer, aber ich dachte mir, warum nicht? Vielleicht klingt das ja sexy, wenn man eine tiefere Stimme hat. So, nee, egal. Lass mal loslegen. Wir haben beim letzten Mal hier drüben die Spur des Schattens abgeschlossen und wollen uns jetzt dem Kurswechsel widmen. Dein Zielobjekt ist im Hessian-Turm versteckt und wird schwer bewacht. Du musst seine Kräfte ablenken, bevor du reingehen kannst. Schauen wir es uns an. Okay, keine Worte dazu verlieren. Warum auch? Stürzen wir uns also einfach rein. Sind wir von hier gekommen? Wahrscheinlich, ne? Wo geht's denn hier unten hin? Ich schau mich erstmal ganz kurz um. Look, another equipment cache. Na, sieh mal an. Stachelmine. Lege eine Stachelmine aus, um die erste Wache zu töten, die darüber läuft. Wirf sie nicht zu nahen Feinde heran, sonst hören sie den Aufprall. Okay, schauen wir doch einfach mal kurz auf die Karte. Oh, wir müssen sogar mal nach links. Ist ja Wahnsinn. Gut, das heißt, rechts geht's nicht weiter. Dementsprechend, ich bin ein unglaublicher Sherlock, ich weiß. So, ich lasse ihn oben bloß mal kurz weglatschen. Damit ich mich hier mal kurz umsehen kann. Wow. Ja, okay, da kommen wir nicht durch. Das stimmt allerdings. Könnte etwas kompliziert sein. Weiter nach oben geht's auch nicht. Na dann. Lass mal machen hier, ne? Oh. Jetzt habe ich schon eine Stachelmine weggeschmissen. Gut, okay. Kann ich eigentlich selbst reintreten? Nee, aber ich kann sie wieder aufsammeln. Das ist sehr schön, natürlich. Okay, dann lass loslegen. Wir schauen uns ein bisschen um. Ich will natürlich am besten ohne die Minen auskommen, denn ich würde ja sehr gerne wieder ohne Leute zu töten hier durchkommen. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen, so wie im letzten Teil auch. So wie in der letzten Mission, meine ich. Kann ich die denn wieder so schön zerlegen? Nein. Kann ich nicht. Ah, okay, bei ihm hätte ich das jetzt schon einsetzen können, so wie es aussieht. Ja, die kann ich auch nicht töten, wie es aussieht. Das ist natürlich, weiß ich nicht, ob ich das gut oder doof finden soll. Eigentlich eher doof. Ich könnte ihn natürlich überspringen, ne? Aber das ist mir bald ein bisschen zu riskant irgendwie. Wie läuft er denn? Ich bleib mal kurz hier. Ach ne, er steht einfach nur. Wie machen wir denn das? Bleib mal kurz hier am Rande, damit ich nicht hier plötzlich gesehen werde. Aber ich glaube, der schaut sowieso nicht so weit. Wow! Hey, das war nicht der Plan. Ich hatte es mir anders vorgestellt, muss ich zugeben. Ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, den zu töten, ne? Ist wahrscheinlich so ein Zwang an der Stelle, dass man das macht. Damit man diese blöde Mine mal ausprobiert hat. Finde ich ein bisschen doof. Ich will ja niemanden töten. Warum wird man hier dazu gezwungen? Das ist sehr ätzend. Andere Idee. So. Ja, ja. Ist mir egal. Watch out for those sensors. They can catch your slightest twitch. So when they sweep across you, stand still. Show yourself. Okay. Schade, dass er nicht hier davon erwischt werden kann. Das hätte ich jetzt natürlich besonders sympathisch gefunden. Wenn er vom Sensor jetzt plötzlich erfasst und von der Kanone niedergestreckt worden wäre. Ja, verzieh dich mal wieder. Ich bin gar nicht da. Ich weiß gar nicht, was du willst. Ich weiß nicht, was du gesehen hast. So. Kein Problem soweit. Das ist jetzt natürlich erstmal nur zur Einführung in diese Sensor-Thematik, wie es scheint. Ich hoffe mal, hier kommt keiner. Was war eigentlich gleich nochmal unsere Aufgabe? Ich muss mal kurz schauen. Durchsuche den Keller. Na dann. Was machen wir denn im Keller? Egal, wir machen es einfach. Wir machen es, weil wir es können und weil wir es sollen. Wir hinterfragen nicht, warum.
Oh, achso, das ist bloß Aura. Ich dachte gerade schon. Diese usually have a gas in the basement. Start a leak and we can spread the gas to the rest of the building. Okay, finde eine Möglichkeit zum Anzünden eines Feuers. Alter, wollt ihr hier das alles wegbrennen oder was? Ihr seid schon ein bisschen gestört, oder? Na gut, wenn ihr meint. Die optionale Aufgabe, die gerade da stand, die will ich eigentlich nicht machen, denn ich möchte natürlich eigentlich gern wieder ohne... Was? Ohne den Gebrauch von irgendwelchen Toten durchkommen, von irgendwelchen Hinrichtungen. Ich gehe mal oben lang. Scheint ja zu funktionieren. Er kriegt sich mit unten, das ist sehr schön. Und hier drüben haben wir auch irgendwas Feuermäßiges. So wie es aussieht zumindest. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Okay, es ist noch ein Stück nach links rüber. Müssen wir jetzt nach oben oder ist das schon die richtige Etage, ist die Frage. Aber wir kommen hier nicht rein. Das ist das Problem. Hier auch nicht. Nein, hier auch nicht. Gut, probieren wir es doch mal hier. Das sieht in Ordnung aus. Bisschen leer und ein bisschen still der Raum, muss ich sagen, für meinen Geschmack. Das gefällt mir nicht so wirklich. Das macht mich doch ein bisschen misstrauisch. Gasaustausch. We've got pipes, vents. We could use these to start a fire. Sabotiere die Hauptgasleitung. Oh ja, ich glaube auch, das wird ein ziemlich großes Feuer. So. Ich schaue erst mal kurz, ob ich denn hier an ihm erstmal vorbeikomme. Um erstmal hier unten kurz das Artefakt noch einzusammeln. Das funktioniert wunderbar. Sehr schön. Ja, verzieh dich, komm. Mach dich vom Acker, bevor ich es mir anders überlege mit den Hinrichtungen. Nein, tatst du nicht. Scheiße. Warum bist du nicht nach oben in dieses Dingens verschwunden? Ich verstehe den Menschen manchmal nicht. Ja, jetzt töte mich doch. Ist das so schwer? Mann. Ärgerlich. Na gut, was soll's. Neuer Versuch. Gut. Schön, dass sie diesmal nicht wieder die Ansage von Aura erst gemacht haben. Dass es gleich ohne ging. So, vielleicht mache ich da mal einfach nicht nach oben, sondern verschwinde nach unten hier. Wie wär's denn damit? So, das haben sie nicht mitgekriegt, das ist sehr schön. Und das knipsen wir mal vorsorglich auch aus. Gut. Sollte doch... Wobei, ich gehe mal ganz kurz... Ach nee, er bleibt da oben, okay. Dann können wir doch eigentlich ganz gefahrlos hier herumwerken, oder? That intake is drawing in the gas. Open a few of the vents upstairs and we'll be ready to turn this place into an inferno. Nein! Du Idiot! Also in dem Fall war ich der Idiot, das gebe ich zu. Es hat natürlich nicht gespeichert da unten, ist ja logisch. So, welche Gasleitungen oben soll ich aktivieren? Das hatte ich gerade jetzt nicht so ganz gecheckt, welche sie meinte. Naja, schauen wir mal. Wir werden schon was finden, was ihren Wünschen entspricht. Sobald der Typ hier weg ist. So. Verschwinden sie. So, wunderbar. Kein Problem. Auch die Ratten sind weg. Licht aus. Licht aus. Und los geht's. That intake is drawing in the gas. Open a few of the vents upstairs and we'll be ready to turn this place into an inferno. So, war das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Ich weiß es nicht. Ich wollte bloß erstmal in Sicherheit mich bringen.
Achso, unten ist zumindest offen. Also das scheint ja soweit zu stimmen, oder? Ah, hier ist die... Hier ist die Gasanlage. Ja, er kriegt's überhaupt nicht mit, natürlich. Hier wird er bloß... Hier werden ja bloß Unmengen von Gas ausgeströmt gerade. Aber hey. Ah gut, jetzt kann ich hier durch. Das ist natürlich schön. Wird mir auf der Karte angezeigt. Okay, das sind die Gasleitungen, die ich öffnen muss. Wunderbar, dann gehen wir, glaube ich, erstmal in den Raum hier oben rein. Hier scheint es ja auch einen zu geben, oder? So wie das aussah auf der Karte. Ich sehe gerade zwar noch nichts, aber das muss ja nichts heißen. Nee, es ist weiter oben. Okay, na gut. Aber der Fahrstuhl hat sich verkrümelt, das heißt, wir müssten jetzt eigentlich weiter durchkommen hier. Nicht wahr? Schauen wir mal. Ja, das sieht ganz gut aus. The gas is leaking. Now we need to spread it throughout the building. Go find the vents that lead up from the basement and open them wide. Three should do it. But opening more will make a bigger distraction. Na, dann machen wir auch mehr auf. Natürlich machen wir das. So, hier erstmal den Strom ausgeschaltet. Ist auch schön, dass die wirklich die Stromkästen immer gleich daneben hängen. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Welcher Experte bei den Sicherheitsfachleuten dort. Na gut, von mir aus. Ich glaube, ich bin hier falsch, aber ich will trotzdem mal schauen. Hier gibt es doch bestimmt irgendwas zum Sammeln, oder? Gucken wir einfach mal. Ja, natürlich. Ein Artefakt. Wer hätte das nur erwartet? Huch. So. Lass mal Hops machen hier. Wo geht's denn da oben lang? Keine Ahnung. Ach doch, ich komme hin. Sehr gut. Okay, hier kann ich auch gleich ein paar Stockwerke überspringen. Das ist natürlich auch ganz nett. Läuft. War nicht knapp, nein. Weg damit. Und rein. So geht das doch. The hand that caressed. One bride, a lover. No ears. Lie still. Oh, open. Ja, ist klar. Ich verstehe genau, was du meinst. Geht mir auch immer so. So, hört mal auf mit eurem Kram hier. Da haben wir doch das erste Ventil. Wunderbar. Good work. One down, two to go. So, dann gucken wir doch einfach mal. Hier drüben, gleich nebenan, ist das nächste. Ach, hier kommen wir noch nicht rein. Das ist ja eine Sauerei. Wie kommen wir denn da hin? Gibt es da noch einen anderen Zugang? Vielleicht von oben. Vielleicht von oben. Wobei, warte mal, was ist denn das hier eigentlich? Who is that? Was habe ich denn gemacht? Ich weiß es gar nicht. Bin ich denn von hier gekommen? Ne, ich bin von da unten gekommen, ne? Ich glaube zumindest. So, wartet mal kurz. Ich muss mal kurz was umstellen hier an meinem Computer. Ich habe vergessen, den Lüfter auf volle Ton zu drehen. So. Es ist immer noch sehr warm bei uns und deswegen muss das unbedingt sein. Okay, schauen wir doch einfach mal.